Der Blick fokussiert, das Ziel anvisiert. Wenn auch nicht jeder Pfeil gleich die Triple 20, die Maximalpunktzahl, trifft, das, was David Nachreiner da wirft, ist schon ziemlich gut. Mir hätte gerne auf die Weltmeisterschaft fahren. Und wie schaut das aus? Bestehen da gute Chancen? Ja, also ich will mindestens so eine Runde kommen, weil es sind halt auch die Besten von der Welt dabei. Im Clubhaus von DC Diamond 09 in Calm weiß man um sein Talent. Hier trainiert David viele Stunden. Übung macht eben den Meister. Dabei klingt das, worauf man achten muss, erstmal sehr einfach. Dass man gut steht, also seitlich stehe ich jetzt. Man kann sich hinstellen, wenn man will, aber seitlich ist auch ist ein guter Stand. Und dass man aus dem Arm wirft und gerade durchzieht. Und das kann David eben besonders gut. In seinem Kinderzimmer reiht sich Pokal an Pokal. Also das ist mein Lieblingspokal, das von der Europameisterschaft. Das ist mein bester Titel bis jetzt. Während andere Jungs Karten von Fußballspielern sammeln, sind es bei David Autogramme von den Großen des Dartsports. Das ist der beste Dartspieler aktuell auf der ganzen Welt. Der schmeißt einen richtig geilen Dart. Viele seiner Idole hat er schon getroffen, auf Turnieren in ganz Deutschland. Dass der Schüler dorthin fahren kann, ist nicht selbstverständlich. Doch die Schule unterstützt ihn. Wir wissen von den Eltern, dass die Eltern das schulische Vorkommen besonders hervorheben, dass das auch wichtig ist für den David. Und wenn er dann auf Turniere weg muss, dann sprechen wir das mit den Eltern ab. Immer mit dabei der Vorsitzende des Dartvereins und Davids Vater Markus. Sie unterstützen ihn, aber mit Einschränkungen. Unser Ziel ist momentan, dass wir sehr viele Kosten haben, wollen wir gute Sponsoren an Land ziehen, weil das kann sich keiner vorstellen, was auch ein Kind mit Eltern, mit Betreuer, was das Geld kostet. Es ist eine Belastung, aber ich sage jetzt mal, wir haben auch, also wir beide sind ja meistens dann miteinander unterwegs und dann fahrt mal einer, einmal ich und so. Dann, wenn man sich das aufteilen kann, geht's dann schon. Spätestens in einem Jahr geht's dann aber nur noch mit dem Flugzeug. Dann will David gegen die ganz Großen in Las Vegas punkten.